So, Freunde der Spiegeltour, wir sind im Livestream am Dienstagabend. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die offiziellen Streamtage sind jetzt festgelegt auf Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 19 bis 23 Uhr und ich versuche das jetzt permanent beizubehalten. Wir sind heute ein bisschen spät dran, weil der Mops heute geimpft werden sollte, wurde nicht geimpft und ist krank und deshalb ging es nach und nach. Aber wir haben heute gewotet und es ist Partikelfeed Emergence geworden, was wir jetzt erstmal anspielen werden. Wer kennt noch Creeper World? Von Creeper World, ich kenne es noch von meiner Ausbildungszeit, weil es war eigentlich ein Flash-Spielchen, wo man letztendlich auf Planeten Energie sammeln musste und von so kleinen Creepern roten Zeug abhauen musste. Der Entwickler davon hat jetzt letztendlich zuletzt Creeper World 3 auf dem PC released und hat jetzt A Creeper World Chronicle Partikel Fleet Emergence gebracht, was sich so ein bisschen unterscheidet von den Creeper World Reihen. Weil man da halt immer Geschütztürme vorgegeben hatte, hat man jetzt eine andere Sache, denn wir sind im Universum und wir werden natürlich von den Creepern immer noch verfolgt und können aber jetzt halt mit Schiffen gegen die kämpfen. Und dieses Spiel hat eigentlich alles. Zum einen können wir Schiffe createn, ich nenne mal einfach Imperialer Schlachter, create new ship, dann fängt er halt mal an hier mit so einem Hauptbauteil. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich war hier noch nicht so viel drin. Theoretisch Engine, nein, Hülle editieren. Ach so, erstmal Hüllenplatten setzen. Armory außen dran. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Engine. Remove all Module. Port. Ach so, das wäre dann Energy Tank. Und da könnten wir halt letztendlich den dran setzen. Reaktoren und all so Geschichten, aber es muss wohl anscheinend alles auf die Hülle gesetzt werden, also muss man nach und nach bauen. Seht ihr die unterschiedlichen Fähigkeiten, Schilde, Guppi sind kleine Jäger, die starten können. Machen wir mal Cancel, aber wir werden jetzt erstmal in die Kampagne reingehen, weil ja, es gibt diesmal auch wieder eine Kampagne, die uns von Mission in der Story ein bisschen weiterbringt. Nur auf Englisch, nicht auf Deutsch, weil es ja nur ein ganz kleiner Entwickler, beziehungsweise ich glaube, es ist sogar nur ein einziger Typ. Und ich glaube, ich habe noch nicht in den Streams eingetragen, was für ein Spiel wir überhaupt spielen, aber die kennen das Spiel eh nicht. Deshalb können wir es auch erstmal sein lassen. Und hier hatte ich schon mal angefangen. Ich werde mal ganz kurz sagen, was eigentlich passiert ist. Zum einen gibt es einen Prolog darüber, wie alles passiert. Den können wir uns einmal angucken. Ist aber alles nur, ja, so ein bisschen blablub. Weil es gibt keine großartigen Sequenzen oder sonst irgendwas. Ja, gib einem Mann eine Maske und er wird dir das, sein wahres Gesicht zeigen. Also so ein bisschen wie Trolle im Internet. Du kannst mich nicht sehen, ich kann dich Arschloch nennen. Das ist die heutige Zeit. So, jetzt sehen wir zum Beispiel, das ist auch später Spielgrafik. Wir sehen, das ist unser Mutterschiff, ich erkläre schon mal ein bisschen vom Spiel. Und das sind natürlich die Creeps. Was jetzt halt existiert, sind auch diese kleinen Creep-Knotenpunkte, wo aus die Creeps rauskommen, kennt man auch von den Creeper World 1 bis 3 Teilen. Und wir haben halt jetzt die Situation wieder, dass wir halt eigentlich Schiffe haben. Also Schiffe werden aufgebaut über Energieknoten. Und wir müssen halt gleichzeitig auch Ressourcen sammeln, wo wir halt die Ländereien zum Beispiel, das Land hier, diese Asteroidenbereiche einnehmen. Kennt man alles so ein bisschen aus Creeper World, hat ja alles mal die Anlehnungen da dran. Und jetzt haben wir halt einfach die Situation, wo wir das erste Mal auf diese Creeper stoßen, die natürlich hier sowas wie ein Creeper Jumpship haben, wo sie sich gerade drum verteilen und ja, bauen natürlich hier ein paar Schiffe, sind aber natürlich massiv unterlegen, also storytechnisch ist das sehr einfach. Jetzt versuchen die natürlich noch zu fliehen. Die kleinen Creeps kommen. Lustigerweise kann man in der, in Anführungsstrichen, Sequenz mal kurz reingucken. Und sehen halt, das Creep-Hauptschiff kommt jetzt, schießt seine Creeps umher, macht hier piu piu piu. Die Leute sagen, oh mein Gott, wir sind alle verloren. Die Schiffe gehen kaputt.
die über die Energie noch teilweise wieder aufgebaut wurden. Und jetzt wird das Mutterschiff halt von diesem Haupt-Creep-Punkt angegriffen und kann auch nicht mehr springen und ist auch tot. Böb, tot, die erste Begegnung. Wie alle vorher war die Hell Corporation verloren. Ich sehe gerade, dass viele Fragen gestellt werden im Chat. Wir sind ja live. Die kann ich jetzt gerade nicht beantworten. So. Sie sind verloren gegangen, aber sie konnten noch eine Transmission losschicken. Ich werde jetzt auch nochmal die Startmission mitmachen. Und die habe ich dann wahrscheinlich empfangen. Und werde dementsprechend mich darum kümmern, die Creeps zu vernichten. Ich weiß gar nicht, die Story geht... 16 Missionen, was aber nicht schlimm ist. Es gibt einen Missionseditor, womit du wahrscheinlich unendlich Missionen machen kannst. Dir selbst aufbauen. Es gibt den Schiffseditor, damit kannst du halt auch unendlich viele unterschiedliche Schiffe basteln, so viel du machen willst. Es gibt natürlich so ein paar Vorselektiere, die du in der Story einsetzen kannst. Deshalb gehen wir einfach mal jetzt hier in die erste Mission rein, die natürlich auch ein bisschen erklärt. Was man auch von Creeper World 1 bis 3 kennt, es gibt hier so eine Hitliste, wer am schnellsten durch die Mission durchgekommen ist. Wo wir zum Beispiel auch einen Group machen können. Dann gibt es, glaube ich, da kann man halt als Gruppe auftreten, letztendlich in diesen Ranglisten, obwohl ich hier noch nicht gesehen habe, wo ich umschalten kann. Und man kann halt auch angeben, möchte ich die Sandbox-Fleet haben, also eine Flotte, die ich selbst gebastelt habe, oder möchte ich mit meiner, mit der Default-Fleet, mit diesen Standardschiffen arbeiten. Das machen wir aber Default, weil ich habe ja zurzeit noch keine Schiffe gebaut. So. So, bevor wir unsere große Reise beginnen, sollten wir unsere Operationsprozedere mal durchgehen, was wir also alles können. So, kurzen Cut drin gehabt, weil ich mal eben kurz auf YouTube was geändert habe, beziehungsweise den Titel eingeändert habe. Wer es wissen will, storytechnisch, soll es einfach lesen. Man muss da jetzt nicht so unbedingt durchgehen, man versteht das Spiel auch so und der zeigt mir auch nachher an, was ich zu tun habe. So, wir sollten in ein Gebiet reinspringen und das Hauptquartier machen, aber nicht zu nah an irgendwelchen Feinden. Aber wir brauchen in der Nähe so eine Energiequelle. Oder Energiemine, sagt man mal, die wir jetzt gerade halt einnehmen. Und was natürlich auch ein Unterschied ist zu Creeper World vorher, wir können unsere Schiffe bewegen. Obwohl man konnte ja vorher auch zum Beispiel Installationsanlagen bei Creeper World hochheben und wegschicken. Aber das war halt nochmal was anderes. Das war immer nur so ein Geschütz oder du hast halt eine Mine weggeschickt. Jetzt ist es halt immer so ein Pott. Was natürlich auch nach und nach zerstört wird, wenn es angegriffen wird. Und wir sehen auch hier die unterschiedlichen Waffenreichweiten. Also diese roten Kreise sind diese kleinen Geschütze. Das braune, lass mich nicht lügen, sollte der dicke Laser hier sein. Und dann haben wir nochmal ganz außenrum dieses Gelbe. Aber das Gelbe ist die Reichweite, glaube ich, fürs Bauen. Also wenn ich ein Schiff aufbauen würde, wäre das, glaube ich, die Reichweite, wie weit mein Hauptschiff gehen könnte. So, baut ein Omni. Und Omni ist sowas wie die neue Mineneinheit. Da sehen wir zum Beispiel, dass jetzt gerade über dieses Energie-Relais gebaut wird. Baut halt eine gewisse Energie. Kann auch danach noch verschickt werden und verfügt auch selbst über eine Waffe obendrauf. Das wird später noch wichtig, wenn wir halt versuchen, Landmassen einzunehmen, die halt auch von den Creeper besetzt sind. So, mit der Taste das beenden, beziehungsweise die Auswahl zurücksetzen und jetzt bauen wir eine Latte. Wir sehen auch immer hier diesen Verbindungsstrick, beziehungsweise diesen kleinen Verbindungspfeil, der uns zeigt, dass wir hier aufbauen könnten. Außerhalb des erhellten Bereichs können wir nicht bauen, mit dem Mausrad können wir das Schiff drehen, ist auch nochmal später wichtiger. Und ich glaube, es war nicht mit Z, nein, aber es gibt eine Taste, womit ich den nochmal komplett drehen könnte. Ich finde sie gerade nicht. Sie wird nachher nochmal erklärt. Mit E und F. Ne, mit R und F kann ich es so drehen. G nicht. T, C, V. Naja.
dann wird der es spiegeln mit der aktuellen Position, aber es wird nachher eh nochmal erklärt. Da erklärt er, jetzt kriegt er Energie hier von dem Energierelais und baut sich halt nach und nach auf von Teil zu Teil. So, bau eine Energiemine. Genau, jetzt schicken wir den rüber. Und das ist nämlich der Bereich. Die können diese Energieminen einnehmen in diesem Bereich des... diesen äußeren Kreis. Ich kann die Farbe gerade nicht interpretieren. Vielleicht soll ich mich doch mal untersuchen lassen auf Farbenblindheit. Und hier oben sehen wir unsere Ressourcen. Wir produzieren also 22 Energie insgesamt. Und wir haben halt jetzt einen Store von 100 voll durch unsere Mine. Ich kann die mal bewegen. Und dann der nimmt halt auch das Gebiet dann hier ein. Das verfärbt sich dann unsere Farbe. Jetzt geht es um rein- oder rauszoomen. So. Genau. Wenn ich das Schiff zum Beispiel bewege, kann ich E halten. Dann verändert das nicht die eigentliche Position von sich, sondern strafe den Weg entlang. Es soll Beige sein vom äußeren Kreis. Danke an den Chat, das habe ich gelesen. Das haben wir alles schon erledigt. Und jetzt geht es darum, dass wir einen Destroyer bauen können. Das erste Kampfschiff. Es können sich generell alle Schiffe verteidigen, aber da ist dann das erste Schiff, was halt mehrere Waffen drauf hat. Vor allem Waffen, die auch für den Kampf vorgesehen sind. Ach, die Musik ist sehr entspannt. Der Harvester, also das Farmteil, sollte innerhalb der Energierelays sein, weil sonst hast du keine Energie, um, ja, den Harvester überhaupt zu benutzen. Also er muss in einem der aufgehellten Bereiche sein, so viel ich jetzt gerade interpretieren würde, ansonsten kriegst du ja keine Energie, damit er läuft. Das war jetzt gerade eine Frage von Eulenspiegel aus dem Chat. Das wollte ich mal beantworten, weil es zum Spiel war. So. Da ist übrigens jetzt gerade ein Partikel-Emitter, der simuliert wurde. Da hat ja die Anna, glaube ich, gerade drüber gesprochen, hat gesagt, ey, guck mal, ich habe da so ein Partikel. Wir können die Schiffe übrigens auch außerhalb des Energiebereichs machen, aber dann können die natürlich leer gehen von der Energie her. Aber wir erobern jetzt auch das weitere Energie-Relais und können halt weiter, jetzt sehen wir, dass die Geschütze halt hier auf den feuern. Aber der Destroyer allein wird das halt nicht schaffen, da muss man halt schon echt nah rangehen. Und am besten auch einfach alle mitnehmen. Weil wir brauchen hier diese Geschütztürme, die großen, um letztendlich diesen Partikelpunkt oder Partikelproduktionspunkt zu vernichten. Dort bei Creeper wird immer so ein kleinen Harvester-Punkt, der abbaut. Generell ist es so, dass der Omni das Land, also ich hoffe, ich verstehe jetzt die Frage richtig, dass der Omni das Land einnimmt. Umso weiter das Land eingenommen wird hier, umso mehr kannst du halt abbauen mit dem Omni. Aber deshalb musst du eigentlich nur einen Omni setzen auf ein Produktionsfeld hier. Der würde halt die ganze Insel ohne Gegner, oder wie soll ich es nennen, Asteroid, zweidimensionaler Asteroid. Oh, der Hund ist eingeschlafen. So. Das ist übrigens alles der ersten Mission. Damit ist alles erklärt.
Genau, keep playing, nein. Ich wollte eigentlich in die nächste Mission rüber. So, bum bum bum, zerstört alle feindlichen Strukturen. Hier sind jetzt ein paar Neuerungen schon drin. Und zwar soll eigentlich erklärt werden, wo kommen überhaupt die Technologien her. Technologien sammelt man während der Missionen auf. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Technologie, um weiteren Latte zu produzieren. So, zwei Tech-Module sind da. Und die LC reden natürlich jetzt über das Plasma. Das ist dieser leicht erhellte Bereich. Da kommt man langsamer durch. Das ist zur einen Seite gut, weil die simulierten Emitter können nicht so schnell ihre Partikel auf uns schießen, weil die durchs Plasma reduziert werden. Und du hast halt hier so kleine. Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, Energiekristalle. Die kann man halt abbauen, um halt Energie zu erhalten. Das ist eigentlich jetzt selbsterklärend in der Mission. Ich bin natürlich frei, wo ich starte. Ich starte mal einfach hier. P. Los. Ich glaube, das ist die Technologie für einen weiteren Omni. Da hat man übrigens gesehen, da ich das den Energiepot übernommen habe. Der wird verbraucht, wenn er benötigt wird. Da sehen wir auch den Energiestrahl, der halt jetzt den Omni auflädt und der fängt halt jetzt an, den Storage voll zu machen. So, wir haben weiteren Omni collected, beziehungsweise eingesammelt, den wir natürlich da unten rechts einsetzen können, aber erstmal lasst mich doch mal hier die Produktion von so einem starten. Und ab da hoch. Da sehen wir es nämlich, dass die Partikel langsamer werden, die alle da durchgehen. Man kann übrigens nicht unendlich Schiffe bauen, sonst wird es dann, glaube ich, ein bisschen einfach. Man hat wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel den zweiten Collected hier, kann man halt zwei von diesen Late oder wie auch immer nur bauen. Und müsste halt für jeden weiteren nochmal eine Technologie einsammeln. So. Den setze ich mal hier in der Mitte, weil ich spekuliere mal, ich kann über den dann beide Energiedepots verbinden. Wir sehen übrigens, da wo die Partikel hier an Land gehen, beziehungsweise also den Asteroiden treffen, wird das halt von den Partikeln dann, sagen wir mal, angegriffen, eingefärbt, übernommen. Das wird aber der Omni, sobald er jetzt mit den blauen Fellen da reinkommt, cleart der es halt weg. Der säubert das dann auf. Ich überlege gerade, ob es bei mir einen Fehler gibt, weil normalerweise sollte es ein bisschen Ingame-Sound geben und nicht nur Musik. Welche dämliche Taste war es nochmal?
Egal. Da sehen wir übrigens die Anzahl der Partikel im Moment. Show Fields. Show Enemy Structures. Ach, es kann nicht schaden, diese anzeigen zu lassen. So, da links haben wir übrigens gesehen, wie die Energie immer weniger wurde. Bam, bam, bam. Ich weiß noch nicht, ob es das jetzt schon gibt, dass man diesen Partikelbereich... Ah, doch. Ah, nee, doch nicht. Also diesen eingefärbten Bereich von den Creeps kann man später auch noch abbauen. Schiffe kann man nicht übereinander setzen. Diese wundervolle Geige. Frage, ob es Multiplayer gibt. Die Sache daran ist einfach, ich glaube, Creeper World selbst hatte keinen Multiplayer. Da muss ich jetzt gerade aber mal spekulieren. Wo einfach die Problematik, glaube ich, auch wäre, es gibt zwar einen Missionseditor, aber Multiplayer hier? Ich glaube nicht, dass sowas in der Art möglich ist. So, versucht den mal einfach zu zerfetzen, wenn möglich. Wir kamen für Antworten. Und die haben wir bekommen. So. Ich überspringe jetzt einfach mal die dritte Mission, weil die habe ich schon gemacht. Die war ein bisschen doof mit diesem mittleren Creep-Ding. Und wir gehen einfach mal in die vierte Mission und hoffen mal, dass der Anspruch einfach wächst. Aber generell war die schon doof. Kann ich schon sagen. So. Da haben wir eine Forschung. Die Semiter sehen anders aus. Mit mehr mit mehr geordneter Energie werden wohl mehr komplexe Behaviors gemacht. Whatever. Sie pulsieren stärker. Und sie würden wahrscheinlich Partikel produzieren mit einer größeren Intensität. Es wird auf jeden Fall schwieriger für unsere Waffen, sie zu zerstören. Wir müssen jede Technologie einsammeln, um halt letztendlich weiterzukommen. Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. So, hier unten ist auf jeden Fall nochmal was versteckt. Da unten gibt es noch einen weiteren Omni. Aber wie immer erstmal das Hauptquartier setzen. Und Energie bekommen. Ah, da sehen wir übrigens, jetzt gibt es Partikel, die sich so zusammenhalten. Also, ja, wie soll man sagen...
die schützen sich untereinander. Es dauert also länger, bis die zerstört sind. Ja. Produktion mal ein bisschen wegziehen. Ah, das ist mit Show Fields gemeint. Das sind also Bewegungsräume, wo der unterwegs ist. Vielleicht hätte ich nicht hier vorne starten sollen, sondern eher hier in diesem Feld, weil da werden die auch verlangsamt. Egal. Jetzt haben wir hier gestartet, was soll's. Die Partikel haben eine feindliche Mine erzeugt. Und sie sehen ziemlich gleich aus zu den Energieminen, die wir produzieren. Und sie haben eine integrierte Kanone. Also die Partikel bauen jetzt auch Energieminen, die Kanonen haben. Wir können sie aber zerstören. Was sollte auch anderes passieren? Nur was sollen sie denn bauen? Ach, sehr schön, der Omni kann auch die Technologie abbauen. Wird er vielleicht auch in der Lage sein, das andere Energierelais aufzubauen? Ja. Das ist gut, dann würde ich nämlich den nächsten Omni hier oben an die Ecke setzen. Beziehungsweise ich würde den Omni oben an die Ecke setzen. Oder, ach komm. Ach, Omni destroyed, weil da ja böses rotes Zeug ist. Dann kann er mit seinem Geschütz nämlich theoretisch den Bereich ja schützen. Da, zurück. Die Zeit ist der Feind. Mehr Käse gleich weniger Käse, mehr Löcher gleich weniger Käse. Dieser Joven ist übrigens schon so ein richtiges Kampfschiff. Aha, eine Cruiser-Klasse. Dual Missile Launcher, Dual Cannons, Partikelkanonen. Und eine Laserverteidigung. Ich empfehle ihn sofort zu produzieren. Ich empfehle die Energiereserven hier unten dafür zu benutzen. So, da sehen wir nämlich, der reinigt diese Vergiftung des Raums.
So, ihr beiden rüber. Ah, was auch der Cruiser kann. Da waren die Raketen. Er hat eigentlich auch zwei Raketen. Nee, er hatte sogar nur einmal Raketen. Er hat schon vier Waffen drauf. Wir müssen eigentlich diesen ganzen Creeper-Raum reinigen immer. Vor allem ist mir auch noch nicht ganz ersichtlich gewesen, warum ich denn letztendlich Minen bauen muss. Das sieht aus, wenn sich da was zusammenzieht. Natürlich ist der einzige Feind eigentlich die Uhr. Also gefühlt im Moment. Also man versucht einfach eine bessere Zeit zu haben als andere. So. Noch mehr Omni-Chancen. Weil nach und nach müssen wir jetzt den Bereich hier säubern, ne? Oh, wir können die Technologie auch abholen. Sehr schön. Und wir sollten mal unsere Schlachter nach rechts rüberziehen. Everything is nothing, nothing is everything, nothing will happen again and again and again and again. Die Aufzeichnung wiederholt immer wieder and again. Viele tausend Male, bis es zu Ende geht. Wahrscheinlich von verrückten CEO. Das meinen die wohl mit Wahnsinn in dieser Mission. So, setz dich mal so da rein und du setz dich direkt dahinter. Energie sammeln, Technologie sammeln, Flotte vergrößern und alles Rote wegbomben. Das macht Sinn. So, killt mal die Ansammlung von den Mistviechern weg. Und du kannst nach unten gehen, weil dann kannst du direkt auch den Emitter wegschießen. Ach, der Destroyer kann den Beschuss von dem hier aufhalten. Von Energiemine.
Ah, nee. War, glaube ich, nur Einbildung. Geh mal ein Stück zurück, damit ich reparier's. Achso, die schießen nach und nach die, ja. Die Verseuchung weg. Bis er da ist, muss das sauber sein. Moment mal, nicht dahin. Geh mal hier unten hin. Das Stück muss auch noch erobert werden. Oh, jetzt hat er den wieder eingenommen. Na komm, dreh dich. Ich glaube, der hat einfach keine Energie mehr. Ja. Das ist einfach ein beschissenes Energievakuum. Wenn ich da durch will. Endlich. Jetzt können wir den ganzen Scheiß einfach rüberfliegen. Sind auch nur noch 950 Partikel. Nicht zu verwechseln mit Drone Wars, was kommt nächstes Jahr. Da ist auch alles im Fokus von Partikel. Einfach in den nächsten direkt reinfliegen. Ja, jetzt läuft's gut. Müssen wir nur gucken, dass wir den Hauptpartikel angreifen. Und dafür muss man erstmal die äußere Bahn hier leer fegen. Ein großer roter Klecks. Mit gerade mal 600 Partikeln. Was kann man dagegen machen? Erstmal ein bisschen auf Distanz mit Raketen und Geschützen. Aber der will wahrscheinlich schneller reproduzieren, als ich zerstören kann vor Ort.
Ja, sie kriegen Besuch. So, der Cruiser darf jetzt erstmal alles zerkleinern. Ich glaube, mein Mutterschiff kann ich sogar neu reinholen immer. Auch wenn es zerstört wird. Solange du irgendwo Energie noch hast, ist halt alles in Ordnung. Aber man löst halt nach und nach das Problem dann. Juhu! So, unsere Suche nach der Wahrheit ist einen Schritt näher gekommen. Da sehen wir übrigens, dass andere Leute... Ich habe jetzt 15 Minuten gespielt. Andere Leute machen die Mission in 1 Minute 37. Hust, hust. Die würden wahrscheinlich dann einfach sofort angreifen. Also alles einfach sehr offensiv machen. So, destroy all enemy structures, default fleet. 1 Minute 33 wäre zu toppen. Sagen wir, 3 Minuten sind da bestimmt möglich. Wenn man die Mission kennt. So, zwei Emitter, die wieder etwas anders sind als die normalen, die man kennt. Sie werden unsere Schiffe nicht verwunden, beziehungsweise nicht beschädigen. Sie werden andere Partikel assimilieren anscheinend, wenn die zu nahe kommen. Achso, das sind die anderen Emitter. Die polen anscheinend die Partikel dann um. Das Hauptschiff gibt's nur einmalig. Jedenfalls so, wie ich das bis jetzt gesehen habe. Um Partikel zu bepushen. Ein Grabbership. Da sehen wir übrigens, dass die Partikel jetzt sich noch weiter verbunden haben. Zu noch komplexeren Dinger. So, am besten versuchen wir hier vorne auch noch ein Omni zu setzen, weil die Technologie sich gerade rot einfärbt. Wir wollen die Technologie ja gerne relativ schnell in unseren Händen halten. Genauso wie da unten. Aha. Ach, das kann der Grabber. Der bezieht also diese anderen Partikel und damit kann ich dann direkt schießen auf eine andere, also beziehungsweise in irgendeine Richtung. Dann grab mal weiter.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen eng wird gerade. Doktoren sind meistens alt, sagt der Chat. Das ist korrekt. Älter. Das hat damit zu tun, dass eh alle älter werden. So, Cruiser ready. Mit der Zeit verlieren die aber ihre Ausrichtung. Aber ich kann zum Beispiel nicht direkt die andere Mine angreifen. Ja, vielleicht gerade noch die da unten. Aber die färben den Bereich ein? Okay. So, die Mine da oben geht mir ordentlich auf die Eier gerade. So, schützt den mal ein bisschen, damit wir in die Mitte reinkommen, beziehungsweise dass wir erstmal Energie heilen bekommen. Ich bin vielleicht zu zaghaft. So, der fällt damit schon mal weg. Bewegt euren fetten Arsch ruhig mal runter. Das sollte ja kein Problem sein, hier die paar roten Dinger zu zerstören. So, du nimmst die Technik. Jetzt langsam weiß ich, warum man mit dem Tempo doch bedeutend schneller sein kann, wie ich es in den ersten Missionen gemacht habe. Und ich finde das schön mit diesem Emitter-Grapper. Weil das dem Ganzen nochmal eine ganz andere technische Geschichte dazu gibt. Ach, ich kann noch einen Grapper bauen, wenn ich will. Dann lass das doch einfach mal tun. Ich weiß aber noch nicht, was für einen Vorteil mir das bringt, dass hier das Blau eingefärbt wird durch die anderen Partikel. Wahrscheinlich gar keinen Vorteil. So, du nach da unten, dann kannst du das einnehmen. So, jetzt kümmern wir uns links oben um den Partikel. Wir sind aber bei 6 Minuten schon. Also ich bin nicht schnell, ich bin langsam, aber schneller als in der letzten Mission definitiv.
Es wäre schön, wenn man das Ganze noch ein bisschen feiner justieren könnte mit dem Beschuss von den anderen Partikeln. So. Ja, ich werde ein bisschen stiller. Pfui, aus. Hört auf, meine Schiffe zu fressen. Sonst frisst euch das Mutterschiff einfach. So in etwa. Drei. So, in die Richtung wäre besser. Hat ihr überhaupt eine Chance, genug Schaden zu machen auf dem Partikelstrom? Ja. Jetzt ist die Lücke drin. Schiffe halten nicht bedeutend mehr aus, als ich gedacht habe. Aber dadurch, dass meine Partikel dann auch dem Strom folgen würden, gibt es wahrscheinlich später nochmal so ein paar Kniffe in ein paar Levels, wo man sich, wo man nochmal ein bisschen die grauen Zellen anstrengen muss. So, werden... Ah ja, doch, stimmt. Ah, das stimmt natürlich. Ich kann mit Hilfe des, weil ich gerade vorhin ja gesagt habe, ich weiß nicht, was das Blaue macht. Das Blaue reduziert natürlich die roten Partikel, also die werden langsamer da drauf, wenn die da durchfliegen. So. Einmal Exit. Tja. Da sehen wir übrigens noch lauter Herausforderungsmissionen. Wir haben... das Simulacrum, was auch immer es sein wird, aber wenn man die ersten fünf... Moment, das habt ihr eigentlich gemacht, die ersten fünf Story-Missionen. Egal. Hier müssen wir den Exchange, also es gibt unglaublich viel, den Missionseditor, den Schiff-Editor, die Story muss man halt einmal durchspielen, um die Sachen freizuschalten. Aber vor allem für, glaube ich, für Leute, die Creeper World hier früher gespielt haben, ist das wieder halt so ein schönes Spiel für zwischendurch. Creeper World hat halt seinen Anfang gemacht auch im Flash. Es war einfach ein Flash-Spielchen, was wahrscheinlich sehr viel Arbeitszeit gefressen hat. Und man merkt schon, ich mache an dieser Stelle jetzt erstmal Ende mit Particle Fleet Immersions, weil wir haben eigentlich gezeigt, was es ist. Und ich denke mal, der eine oder andere, dem sowas gefällt, der wird da auch die, ich glaube, 13 Euro in die Hand nehmen für. Wie gesagt, ist glaube ich ein einzelner Entwickler oder zwei. Oder ich musste mal gucken, wie viele jetzt bei Knuckle-Crackers inzwischen drin sind. Und ja... Aber schönes Spielchen, strategisches für zwischendurch, mit einer an sich schon langen Vorgeschichte. Obwohl ich hoffe, wenn sie nochmal ein Creeper World machen, machen sie mal einen Sprung auf der Grafikebene. So Partikelspielchen, Pixelspielchen sind immer ganz nett, aber da kann man mehr rausmachen. Da kann man echt mehr rausmachen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nach YouTube erstmal.